Hey ho meine Lieben, vom vorherigen Video her, vom Moped-Bastel-Schraub-Video, das geht eh noch weiter, ist ja schon bekannt, wer zu Besuch da ist. Kommen Sie her. Hallihallo, ich bin die Manu. Ja, und Manu. Hallo, ich bin der Alex. Wir haben gerade einmal abgesprochen. Also machst du jetzt was zum Essen? Nö. Nö. Also bist du doch der Alex. Okay. Aus dem Bild. Also tschüss. Spatzel, was machst du uns heute Leckeres zum Essen? Ich mache eine asiatische Wokpfanne. Das hört sich mal sehr gut an. Ja, alles Weitere wird dann Manu alleine filmen, weil Alex und meine Wenigkeit, wir werden jetzt dann das Moped in Richtung Werkstatt oder Garage bringen und dann werden wir ja Moped basteln. Also genau. Das Video, was schon war. Und ab jetzt macht Manu mit dem Video selber weiter. Drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Genau. Und wird uns dann irgendwann nochmal anrufen, wenn das Essen fertig ist. So, das ist die kleine, feine Übersicht. Wir haben hier Hähnchenbrustfilet, Wokgemüse, Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch. Dann habe ich hier ein paar Bambussprossen, zwei Gläser von diesem Wokgemüse, Tomatenmark, ein bisschen Curry. Dann habe ich noch ein bisschen Wokgemüse und das mache ich jetzt. Ui, das Fleisch tue ich jetzt klein schneiden. Das Gemüse werde ich abtropfen jetzt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Hähnchenfleisch habe ich jetzt geschnitten. Und die Zwiebeln und die Paprika. Und das Wokgemüse aus dem Glas habe ich jetzt auch abgegossen. Und ins Dings. Jetzt gehen wir an den Herd. Würzen das mit Kurkuma und Curry, Pfeffer und Salz. Und dann sehen wir uns gleich am Herd wieder. So, das Öl im Wok ist jetzt warm geworden. Jetzt geben wir nach und nach das Hähnchenfleisch rein. Und tun es dann schön anbraten von allen Seiten. Und wenn dann der erste Teil dann fertig ist, kommt es dann schön in die Schüssel rein, kommt das zweite. Hähnchenfleisch dazu. Und sehen wir uns wieder, wenn es angebraten ist. Ach so, Pilzen tun wir jetzt gleich, wenn es ein bisschen angebraten ist. Von allen Seiten mit Curry und Kurkuma. Dass eine schöne gelbe Farbe kommt und der Geschmack halt vom Curry. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich es würze. Jetzt würzen wir das Fleisch mit Curry. Kurkuma. Ein bisschen Pfeffer. Dann möchte ich jetzt momentan noch ein bisschen anbraten und dann kommt das
Fleisch in die Schüssel rein und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das zweite Fleisch dazu kommt. Das zweite Portion Fleisch mischen wir genau mit diesem Curry. Na. Und Kurkuma. Braten wir dann auch schön an, aber nicht durch, weil wir das Ding gleich in die Soße rein. Und dann kann es richtig schön durchziehen, damit es richtig schön, schön weich. Genau, das machen wir jetzt so. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Gemüse dazu kommt. Nämlich die Zwiebeln und den Knoblauch. So, das Fleisch haben wir ein bisschen angebraten von allen Seiten. Jetzt habe ich den Knoblauch und die Zwiebeln im Wok. Ich muss auch schon ein bisschen glasig anschwitzen. Dann geben wir gleich das Wokgemüse dazu. Jetzt über das Wokgemüse dazu. Vielleicht machen wir ein bisschen Tomatenmark dazu, die Gemüse. Ein bisschen weich geworden ist das Gemüse. Ja, ein bisschen Tomatenmark. Ein bisschen anbraten, ankrutzeln. Dann kann man das ein bisschen rein. Machen ein bisschen Wasser dazu. Ja.
geben das Fleisch hier jetzt auch dabei. Würzen das bis mit Curry. Kurkuma. Ich habe heute eine Soße gekauft, das tue ich eigentlich auch immer rein, aber nicht sehr viel. Und damit werde ich das abschmecken. Das zeige ich euch. Texana Salsa Tomaten Chili Soße mache ich dabei. Aber ein ganz kleines Stückchen. Viele werden sagen, es ist keine chinesische Pfanne. Aber das schmeckt wunderbar. Einfach mal ausprobieren, bisschen abschmecken mit dem Salsa. Salsa. Ja, gut. Das köcheln wir jetzt ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Essen haben wir jetzt ein bisschen köcheln lassen. Jetzt geben wir jetzt die Nudeln dazu. Bocknudeln. Steht ja drauf, ohne Vorkochen direkt in den Wok. Okay, machen wir mal. Wenn wir ein bisschen Flüssigkeit noch ein bisschen brauchen, mache ich noch ein bisschen Wasser rein. So, das restliche Wokgemüse aus dem Glas habe ich jetzt auch dazu gegeben. Das tun wir jetzt erwärmen und dann können wir essen. Dann ist es nämlich fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum Probierenle. So Leute, da macht man bloß eine kurze Kaffeepause und dann heißt es essen. Gut, dann mache ich halt das Probierenle. Was brauche ich hier? Messer? Oh. Tja, also ich weiß jetzt nicht, was da alles drin ist. Aber egal.
ab in den Hals. Spatzel, was hast denn du da alles rein? Viele gute Sachen. Viele was? Viele gute Sachen. Viele gute Sachen? Ja. Mhm. Mmh. Schmeckt echt lecker. Ich weiß nicht, was ich esse, aber ich esse es jetzt. Wir sehen uns dann später zum gemeinsamen Fazit. Palim, palim. Dein Video. Mein Video. Ich fand das Essen richtig lecker. Und du, mein Schatz? Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts. Ja, der kleine Anwalt steht ja hier, aber jeder sage das Essen und war Alex. Super. Genau. Es war sehr lecker, wirklich. Aber für mich war die Schärfe fast schon ein bisschen zu viel. Für mich war die Schärfe ein bisschen zu wenig. Also 20 Knoblauchzehe und 10 Pfefferoni, das wäre zu viel gewesen. Nein, es war sehr lecker. Es war wirklich sehr, sehr lecker. Tja, der Alex hat die Jacke schon wieder an. Wir fahren wieder in die Garage. Und. Fahrt ihr? Ja. Ach so, okay. Jo. Und, tja, was soll ich sagen? Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Bleibt anständig.